Entering Rats in the Walls. Okay. Der sieht cool aus. Das sieht doch schon cool aus, doch, doch. Naja. Ein Teleporter. So, mal sehen, was haben wir denn? 93, das geht. Oh, hier so ein bisschen Tech-Base-mäßig. Das mag ich auch sehr gern. Ach, ich mag eh alle Doom-Maps gerne. Alle Doom-Maps sind schön. Aber zu Tech-Bases, die haben einfach... haben einfach auch sowas Besonderes an sich. Ich wüsste nicht einmal, wenn ich jetzt mal so dabei bin, wenn ich mich entscheiden müsste, was mein Lieblingsstil an Doom Maps ist. Ich könnte das wahrscheinlich gar nicht. Also wirklich so komplett definitiv. Ich meine, okay. Wenn ich jetzt mal überlege, beim Original Doom 2 war zum Beispiel Industrial Zone eigentlich immer mein Lieblingslevel. Es war so schön groß und offen. Fuck! Kaum labert man ein bisschen zu viel und will ein bisschen was erzählen. Schon ist die Konzentration anscheinend nicht mehr genug. Aber wir waren ja noch relativ weit am Anfang. Noch nicht so viel an Fortschritt verloren. Ja, aber bei Original, also im Original Doom 2. Mann. Oder einfach in Doom 2, sag ich original, ist ja nichts damit verändert worden. Vielleicht weil man halt immer Doom 2 oder meistens Doom 2 als Basis für die Watts benutzt. Na egal, einfach nur in Doom 2. Da war auf jeden Fall eigentlich immer Industrial Zone mein Lieblingslevel. Es war groß und offen. Hat sich trotzdem irgendwie gut gespielt. Habe ich eigentlich immer gemocht. Ich glaube, direkt danach kam eigentlich auch eine relativ oder eher offenere Map. Mann! Ich dachte, geht's noch weiter nach hinten, aber na, verdammt. Und zwar, welche war es? Oh Gott, ich weiß nicht mal mehr, wie die heißt. Ich glaube. Boah, ich glaube, es war Map 18 oder Map 20. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Oder welche Map war es nochmal? Oh Gott. Ich habe den Namen vergessen, der liegt mir zwar auf der Zunge. Oh lol! Yeah, Secret. Aber ich könnte es ja beschreiben, es ist auch eine etwas offenere Map, da wo man in diese Festung reingeht. Praktisch. Man muss in der Festung praktisch die gelbe, rote und blaue Karte, oder ich glaube Skelett, den Skelettschlüssel finden. Und damit dann in diesen Bereich außerhalb gehen. Das ist die Map. Die fand ich eigentlich auch immer ziemlich geil. Macht auch immer wieder Spaß zum Spielen. Ich meine, es machen alle Spaß zum Spielen natürlich, aber die machen mir halt speziell viel Spaß. Und auch öfters und mehr Spaß, sozusagen. Weiß auch nicht. Ich finde einfach, die sind toll designt. Ich sollte mich mal daran machen, hier irgendwie einen Weg zu finden, hier zum Beispiel hin, um die gelbe zu nehmen. Sehr schön. An den offensichtlichsten Wegen ganz oft vorbeilaufen. Darin bin ich offensichtlich ziemlich gut. So, jetzt haben wir ein kleines Problem. Hier sind viele Gegner. Oh je, oh je. So, jetzt passt mal auf hier, Imps. Ich meine, das ist cool, von verschiedensten Richtungen aus Feuerbälle nach mir zu schießen und so. Ja, einfach auf mich zu ballern, aber das kann ich eigentlich nicht dulden, nee. So, jetzt mal gucken. Wir haben hier einen Hell Knight. So, jetzt haben wir nur noch zwei Drittel Hell Knight. Jetzt nur noch ein Drittel Hell Knight. Jetzt ist kein Hell Knight mehr, sondern nur eine Hell Pampe. Okay, jetzt mal schauen.
Oh, das ist aber nett, dass das einfach aufgeht. Was wollte der denn auf einmal? Viel Wirbel um nix. Nein, oh, ich dachte, ich zieh schneller. Ich bin halt immer noch der Doomguy und nicht Lucky Luke. Auch wenn der Doomguy Lucky Luke total aufmischen würde, aber Lucky Luke würde sie immerhin schneller ziehen. Das würde zwar nichts bringen. Mal gegen eine BFG kann der nichts tun, aber er würde schneller ziehen. Immerhin. Oh, ich dachte, du stirbst. Deswegen bin ich nur so in eine blöde Position gelaufen. Das war nicht, weil nämlich dann, weil er mich irgendwie eingekreist hatte oder so. Nur deshalb konnte er mich treffen. Ja. Das ist jetzt natürlich. Boah, den habe ich ja überhaupt nicht gesehen. Das ist jetzt aber natürlich krass. Jetzt ist die ganze Station, wo ich so mühevoll gesäubert habe. Oh je. Jetzt ist die wieder total voller Dämonenviecher. Ich habe eigentlich so schön aufgehört. Oh Mann. Ah, verdammt. Das war einfach auch. Das war auch dämlich, wie ich erwischt wurde und alles. Das war ja. Ja, ich bin tot. Oder? Nee. Nicht einmal. Ich bin nur so gut wie tot. So. Aha. Der wollte versuchen, ob er mich vielleicht erwischt, wenn er sich mit mir mitbewegt. So. Wir haben noch ganz schön viele Gegner und ganz schön wenig Leben. Ja, ja. Aber ja, wenn wenn alles gegen mich steht, das ist der Moment, wo ich dann richtig abgehe. Nein, eigentlich habe ich es echt sehr viel lieber, wenn es ziemlich gut für mich ausschaut. Wenn ich zum Beispiel echt viel Leben habe und mir keine Gedanken machen muss um Gegner, weil dann spiele ich irgendwie auch besser. Oder an Momenten, wo es halt, an Momenten, wo es echt absolut überhaupt nichts ausmacht, ob ich jetzt vielleicht ein bisschen getroffen werde. Das sind so die Momente, dann spiele ich, glaube ich, echt am besten. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht, weil ich mir dann zu wenig oder weniger Sorgen mache, darum getroffen zu werden. Ja, genau. Naja, mache ich mir halt echt weniger Sorgen, wahrscheinlich getroffen zu werden, und dann läuft's halt einfach. Flutscht dann besser. Dann spiele ich lockerer. Ich glaube, das könnte dann auch der Grund sein. Jetzt muss ich mir den da erstmal holen. So, ich würde ganz gerne da hinten hinkommen. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Erstmal schnell anders hinsetzen. Vielleicht fällt mir währenddessen was ein. Wir müssen entweder. Ja, wie macht man das am besten? Das hier macht nur das hier hoch oder wieder runter. Mann, aber die Musik ist irgendwie voll toll. Habe ich das eigentlich schon mal erwähnt gehabt? Oh, das hier schreit doch nach Secret. Es kann doch nicht sein, dass das nichts ist. Entweder das oder da geht's nachher echt noch hin. Ah ne, das ist das. Oh lol. Dann mal ganz kurz gucken. Hier haben wir noch Imps.
Na? So, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Wenn der Raum da hinten ist, dann muss man von da hinten wahrscheinlich irgendwie rein oder über einen Teleporter. Eins von beiden. Das heißt, hier geht wahrscheinlich ja. Wenn man sich schon das hier oben an der Decke ansieht. Das macht sonst auch nichts mehr. Schwierig, schwierig. Das Problem ist... Oh, warte mal, hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Yeah! So. Das Problem war halt dadurch, dass die Gegner halt alle nochmal neu gekommen sind, ne? War die Priorität halt erstmal... Oh, lol! Aber die Priorität war halt erstmal, die nochmal neu loszuwerden, anstatt zu gucken, wo es weitergeht. Aber gut, dann gehen wir einfach mal mit echt wenig Leben in das nächste Level, aber naja. Ist ja nicht so, wie als wäre das das erste Mal, dass sowas passiert. Aber gut, dann würde ich mal sagen, sieht man sich im nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.